Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. Okay, dass wir hier sogar Level 11. Oh, die haben ja einiges aufgefahren. Allerdings versuche ich das vielleicht mal wegzukriegen. Dann haben wir es nämlich mal frei auf jeden Fall. Erstmal kannst du mir Informationen geben. Hier drüben. Ja, hier. Sag mir, was du weißt. Danny, wenn die Armee einen Kontrollpunkt errichtet, müssen wir ihn wieder einreißen. Wenn du Zeit hast, übernimm das. Danke sehr. Oh, kann ich schon was raussnacken? Leider nicht. Ja, die sind doch ein bisschen besser befestigt hier, muss ich ja zugeben. Kontrollpunkt. Vorsicht. Ja, schade. Kriegen wir nicht von hier unten. Hm, ja, das muss dann auch noch weggesprengt werden. Das mache ich aber, glaube ich, wenn wir hier Ruhe haben. Das könnten wir hinkriegen, ne? Sehr gut. Nacht. Gut, vielen Dank. Vorsicht, Danny. Dann haben wir die gleich zweimal, wie es aussieht. Ah, sollte aber machbar sein, denke ich mal. Die Kollegen da hinten gleich mal noch wegkriegen. Ups, Alter. Hier oben jemand? Nein. Da ist jemand. Und dann wäre da hinten noch jemand und die wären die letzten. Okay. Cool. Ihr macht hier viel zu viel Schaden. Ja gut, ist halt Level 11. Ein versetzter Pfeil. Allerdings, ah stimmt, wir haben ja hier unsere Wiederbelebung. Dummerweise habe ich einfach viel zu lange dafür gebraucht, um das zu realisieren. Autsch. Wir brauchen was Explosives. Okay, das Ding hält mehr aus, als ich dachte.
denn da hinten jetzt gefunden? Aber es reicht, um es hier einzunehmen. Sehr schön. Okay. Nochmal Glück gehabt. Aber ja, wie gesagt, das ist ja auch 2 über unserem Level. Hätte fast geklappt, hätte ich den einen Schuss nicht versaut. So, dann sammeln wir mal. Was gibt's hier? Pulver, Pulver. Okay. Psst, Guerrero. Was weißt du? Castillos Armee hat einen von uns geschnappt und hält die Geisel in der Kathedrale La Divinidad fest. Befreie die Kirche und rette den Guerilla-Kämpfer. Danke. Gut. Dann haben wir da hinten dann die... Ist das die Statue? Wahrscheinlich. Nun gut, dann schauen wir mal. Da komme ich leider so schnell nicht dran, aber hier, das da oben kann ich mal mitnehmen, die Kiste. Den Umweg spare ich mir tatsächlich. Wir müssen ja noch ein bisschen was erledigen. Ist da jemand? Ja, alles klar. Mein Scharfschütze hält wach. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe sonst nichts Interessantes hier versteckt, oder? Das ist ja gut. So, enorme Feuerkraft. Wo finden wir denn jetzt enorme Feuerkraft? Gut, hier können wir vielleicht dann wahrscheinlich fliehen. Talia, ich bin bei der Statue. Kugeln werden da nicht reichen. Ich muss sie irgendwie in die Luft sprengen. Tja, dann musst du wohl kreativ werden. Schön. Was haben wir denn hier oben? Scheint es einigermaßen allein da unten rumzulaufen. Passt. Du zum Glück auch. Ah ja, guck mal. Das könnte ja was werden. Schauen wir mal.
Gut, Feuer frei. Talia, bin fertig. Gut, das wird die Schlampe Millionen kosten, ich sag's dir. Du klingst nicht sonderlich glücklich. Tja, Millionen bringen mir nicht zurück, was ich verloren habe. Aber schon okay. Wir fangen ja gerade erst an. Alles klar. So, das ist ja wunderbar gelaufen. Sehr schön. Hey, wie steht's bei dir? Also, Paolo ist weg. Bicho ist eine Heulsuse und Talia ist das reinste Chaos. Wir sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Maximas Matanzas ist nicht zu retten. Ich gehe nochmal zu ihrem Lager, um mit Talia zu sprechen. Gib sie noch nicht auf, Clara. Deine Entscheidung. Jo, allerdings, na gut, das hier ist halt schon auch alles Level 11. Rang 10, das wäre Rang 8. Lass uns hier noch ein bisschen für Ruhe sorgen. Ich habe ja noch eine Schatzsuche nebendran. Von daher ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Dann müssen wir mal hier rüber. Ach so, ja genau, die Dinger will ich ja auch mal noch sprengen irgendwann. Die ganzen Luftabwehrsachen. Auch weil wir dann wieder Uran kriegen. Ich glaube, hier habe ich einfach keinen guten Wind gehabt. So wirklich nah hat mich das leider nicht dran gebracht. Was ist denn eigentlich hiermit? Ich glaube, theoretisch könnten wir uns das mal holen. Langsam, langsam. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Du passt wohl da drauf auf. Zack. Hätte, glaube ich, erst den Hund erledigen sollen. Ja. Aber gut, was soll's. Aber ist es nicht das, wo ich letztes Mal schon so ein Problem mit hatte? Den Panzern? Ich befürchte fast. Ja, das ist es tatsächlich. Oh, ich sehe dich, Scharfschütze. Kacke. Der ist echt zu weit weg. Schon werden wir den Tiger noch als Unterstützung. Okay, wenn jetzt ein Panzer rausfahrt, ist es leider nicht hilfreich. Andererseits könnte der ja mal ein bisschen... Upsala. Ich glaube, wir sind entdeckt worden, ne?
Das kannst du nicken. Na gut, wir haben noch andere Verstärkung. Ja, das muss ich deutlich leiser angehen. Oder mit mehr Mörser. Sollte mir den Panzer. Bin dran. Gut, also Panzer muss weg. Dass der Panzer mal drauf geht. So. Dem die aber doch tatsächlich mittlerweile etwas stärker sind. Ach da. Alles so mit der Rana-Farben. Jetzt erst. Oh ja, ich seh's. Gut, bist du aber einigermaßen allein da drin. Autsch. Wir haben sie vor. Da, schnell! Verteilt euch! So, geh doch mal schneller drauf. Dankeschön. Ich meine, ist jetzt zu spät, aber egal. Also habe ich den Eindruck, dass es jetzt klappen könnte. So, da hätten wir hier wahrscheinlich noch ein, zwei Leute, die da rumkreuchen. Wirklich. So, was soll ich jetzt hier noch machen? Muss ich echt da hin und mir erstmal die Informationen holen? Oder was? Vielleicht kann ich mich hier auch tatsächlich verstecken. Bis die wieder weg sind. Das werde ich auf jeden Fall schon mal gelesen haben. Gut.
Okay. Aber es ist auch schon wieder eine Zeit, die Folge zu beenden, sehe ich. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.